Hallo, willkommen beim Golfen mit Freude. Heute nur ein Schnelltipp, aber ein äußerst wichtiger Tipp. Ein typischer Fehler bei Anfängern ist, den Abschwung mit einer Schulterdrehung zu beginnen, wo die Hände und Schläge zu weit nach vorne kommen. Das verursacht schlimme Dinge. Man möchte die Arme senken. Aber, und das ist das Problem, oft gibt es nicht genügend Platz für die Arme. Der Körper ist im Weg. Manchmal schiebt man das Becken nach vorne. Aber was meinen Schülern sehr helfen, vor allem den Männern, weil die etwas steifer sind, aber für die Frauen auch wichtig, ist es, die Hüfte mehr zu drehen beim Aussonnen. Das schafft Platz. Und dabei aber, das ist wichtig, die Arme zu heben. Die Arme dürfen nicht mit nach hinten. Und dann ist es viel leichter für mich, die Arme zu senken, während ich das Gewicht nach links verlagere. Eine tolle, tolle Sache und hilft. Solange du gerade aushaust beim Ausholen. So, schau meine Hüfte an. Und da kam ich so schön von innen an den Ball. Meine Hände waren enger und da kam ein Draw. Bitte abonnieren.